Disclaimer, ich bin Schwab, falls man es raushört, einfach ein bisschen Syntaxerkennung hochfahren. Ja. Also. Bold. Also wir machen da so Webseiten und so einen Krempel beruflich. Und unsere Kundschaft sind Mittelständler, die eigentlich mit IT so wenig am Hut haben. Und dann baust du so Seiten mit statischen Generatoren und alles passt, aber dann auf einmal zu Hilfe, Kunde will seine Webseite selber aktualisieren. Jetzt, was nimmt man? Ich habe es geschafft, mich aus der Klemme des Typo 3 zu entreißen. Vor allem, weil auch du musst dein Hirn ziemlich ausrenken, wenn du morgens auf Arbeit kommst und nach dem zweiten Kaffee ruft dich ein Bäcker an und fragt dich, wie kann ich jetzt nochmal ein neues Event in meine Typo 3 Backends einfügen. Dann folgt meistens der WTF-Moment. Mal von diversen Sicherheitsaspekten abgesehen und wie man das jetzt deployt auf die Kisten und wie man das einrichtet und Datenbank-Foo und ist ja egal. Irgendwann realisiert man schon ziemlich stark, dass am Ende vom Tag darauf ankommt, wie benutzbar ein CMS ist. Und ich habe da was gefunden. Das sind so ein paar Jungs aus den Niederlanden, die das mal angefangen haben. Das Ding heißt Bolt. Das funktioniert einfach anders. Da habe ich mir gedacht, gut, ich gucke mir das mal an und war erstmal total verwirrt. Okay, es ist ein PHP-CMS, also wer sich total davor ekelt, hier wird kein PHP gebaut, hier wird kein PHP geschrieben, man geht einfach davon aus, dass es da ist und dass man 2015 auch weiß, was Composer ist und was das tut. Es gibt mehrere Wege, es aufzusetzen. Mein Favorite ist nach wie vor GitHub. Ich clone mir das Repo, ich zeige mir die Tags an, ich zeige mir die Tags an und entscheide mich dann für die Latest Stable, baue mir daraus einen Branch. Aber ihr wisst, wie das funktioniert, da brauche ich auch nichts weiter zu erzählen. Ansonsten könnt ihr auch einfach die Target-Z runterladen oder die ZIP jeweils. Oder ihr könnt es auch einfach über Composer installieren, ist ja egal. Once we're set up, haben wir hier so eine File-Directory-Structure, die uns irgendwie bekannt vorkommt, wenn wir schon mal was mit Symfony gemacht haben. Da steckt ein Symfony dahinter, beziehungsweise es werden viele Pakete davon benutzt. Können wir vielleicht das Licht da ausmachen? Weil ich schwitze so schon. Ja, oh, geil, danke. Geil. Perfekt. Was machen wir? Bitte? Ja, das ist optimal, weil ich bin sowieso nicht so hübsch. Also. So, ja, aber ich war schon jünger. Es geht jetzt darum, wie definieren wir unsere Datentypen? Was sind Datentypen? Ich baue eine Webseite und ich will nachher, dass der Kunde das so einfach wie möglich aufsetzen, administrieren kann. Was soll er administrieren? Das, was er administrieren soll, wenn er kein Techniker ist, ist Inhalt. Was will er administrieren? Sein Inhalt. Und wie strukturieren wir den? Weil im Prinzip doch alles irgendwie eine Seite ist, ist das komisch, wenn der sich durch
Für zum Beispiel nehmen wir mal einen Wohnmobilhändler, wenn er Gebrauchtwagen und Verkauf, wenn er Verkaufwagen und Mietwagen irgendwie unter Seiten administriert und man für ein neues Objekt, das angelegt wird, diese Seiten generiert, ist ja auch alles ganz toll. Aber im Prinzip will er auf Fahrzeuge editieren klicken. So. Und wie definiere ich jetzt ein Fahrzeug? Wir haben hier ein paar YAML-Files und das ist so die, die Vorgehensweise, wie man in Bolt vorgeht, um diese Datentypen zu definieren. Im Prinzip arbeite ich am Anfang, bis ich anfange, das Theme zu bauen für diese Webseite, eigentlich nur in den YAML-Files. Und so fangen wir auch mal an. Die Config, die sollte jedem klar sein. Ich muss erstmal eine Datenbank definieren. Ich kann hier noch andere Sachen definieren, die ich mir dann im Template holen kann, weil die Idee ist ja auch mal, dass man das Theme wechseln kann. Zum Beispiel, es ist Weihnachten, ich hätte gern einen Santa Claus auf meiner Webseite. Ja, baut man halt ein bisschen CSS für die gleiche Seite anders und gut ist. Ich habe hier das Ding aufgesetzt in einer Virtual Machine. Da läuft eine Datenbank drauf, da läuft PHP drauf, wird von Nginx ausgeliefert, kann man auch Apache nehmen, ist alles in der Doku gut beschrieben. Ich setze noch Zeug auf Deutsch und dann kann es auch schon losgehen. Content Types. Diese Content Types sind im Prinzip das Herz von Bolt. Wie das dann nachher aussieht, ist zum Beispiel... Ist zum Beispiel so, mit funktionierendem JavaScript sieht das dann auch noch gut aus. Was kann ich hier administrieren? Ich kann hier Seiten und Einträge administrieren und dann noch Showcases. Das ist erstmal der Krempel, der mitgeliefert wird, aber wir wollen das ja nicht haben. Jetzt brauche ich mal Hilfe von euch. Sagt mir mal irgendeinen mittelständischen Beruf, der überhaupt nichts mit IT zu tun hat. Vielleicht auch ein Handwerk, scheißegal. Schiffsbauer. Okay. So. Wir definieren Chips. Diese Schiffe haben ein paar Eigenschaften, die sich nachher auch zum Beispiel in der URL widerspiegeln sollen. Wenn wir das nachher alles über Seiten regeln, ist das unsere Sache. Wir brauchen die Pages auf jeden Fall, deswegen tue ich es auch wieder rausnehmen. Weil, was wir in jedem Fall brauchen, sind Seiten für Sachen wie administriere deine Startseite. Jede Seite braucht ein Impressum. Und wenn wir unseren Schiffsbauer das selber administrieren lassen wollen, kommen wir um die Seiten nicht rum. Wir wollen jetzt allerdings mal Schiffe editieren, so dass es auch auf Deutsch editieren kann. Haben wir hier unsere Struktur. Wir haben das Ding benannt und jetzt geben wir dem Felder. Was hat ein Schiff für Eigenheiten? Erstmal hat es einen Titel. Hier kann ich meine Default-Feldtypen verwenden. Davon gibt es einen ganzen Haufen. Also wenn man hier die Showcases mal anguckt, jemand, der schon mit CMS-Systemen gearbeitet hat, die Showcases, die nimmt man hier her, weil das sind Kitchen Sinks, wird es oft genannt. Also das sind einfach eine Definition von Standard-Feldtypen, die man hat und da stehen alle drin. Das heißt, ich kann ein Textfeld nehmen. Ich kann ein Slug ist das URL-Kürzel, das kannst du aus diesen Feldeingaben definieren. Das heißt, ich kann Events für meinen Schiffbauer definieren. Und sagen, dass das Datum, wann das stattfindet, in den Slug mit inbezogen wird. Dadurch haben wir dann zum Beispiel URLs wie slash events slash 2015 minus 04 minus 03 von 3. März 2015 und dann minus und dann wieder der Title dahinter. Sowas nennt man sprechende URLs. Braucht kein Mensch, aber Google freut sich und wir wollen Google doch glücklich machen.
Wir haben HTML-Eingabefelder, dann hat er so einen kleinen WYSIWYG. In der Administration tut der nicht weh, weil man muss ihn eigentlich so gut wie nicht anfassen, und in der Config können wir angeben, welche Felder er in dem WYSIWYG hat, und das funktioniert auch, und das ist bei einem WYSIWYG echt ja meistens nicht der Fall. Wir haben eine Text-Area, er kann irgendwelche Texte eingeben, ist dann praktisch, wenn man zum Beispiel dem Kunden sagt, okay, in diesem Feld kannst du die Description der Seite angeben. Was ist das? Ja, ist ein Text, der die Seite beschreibt. Und wie sieht der aus? Ja, schreib halt rein in der Seite bei München Glöckner Schiffsbau GmbH steht die Tradition an vorderster Front. Seit 150 Jahren bauen wir hübsche Schiffe, bla bla bla. Für technisch etwas versiertere kann man auch Markdown-Felder definieren. Eine Geolocation, was ziemlich cool ist, wenn du eine Google Maps-Karte vorne rausbleist. Video- und Bild-Hochladefunktion, Dateien, mehrere Dateien als Fieldlist. Da kann man dann wiederum für die es fallen ein paar Dinge aus der Tüte mit Bold. Zum Beispiel, dass ich für Bilder Alttexte hinterlegen kann. Das Ding ist also auf Usability ausgelegt, hinten beim User und nicht vorne bei mir, wie ich es aufsetze. Datum, Eingabefelder für Int-Werte oder Floats, Select-Felder. Ich kann auch ein Select-Feld definieren aus einem anderen Inhaltstyp, zum Beispiel, dass ich für einen Event einen speziellen Schiffstyp auswähle und so weiter. Also das funktioniert alles. Also definieren wir einfach mal was. Wir haben ein Textfeld für den Namen der Seite. Dieses ist inline, weil der soll ja nicht zu lang sein, dass die URLs nicht zu lang werden. Da haben wir mehrere Gruppen, in denen wir das aufgliedern können. Wenn wir uns das mal live angucken, wie das aussehen soll, erstellen wir eine neue Seite und nennen die Home. Weil jede Webseite hat eine Startseite. Man kriegt ja nicht einen 404, wenn man auf eine URL aufruft. Und man sieht schon hier, der Name des Inhaltstyps ist Page. Oder war es vorher, bevor ich es editiert habe. Und er nimmt den URL-Kürzel, oder hier, für den Slug uses title, welchen Titel ich eingebe, wird in die URL eingezogen. Ich kann ein Bild hochladen und so weiter. Ich habe hier die Tabs Inhalt, das ist Group Content, Taxonomie, weil ich noch Sachen vertaggen kann, und Meta, wo ich Sachen dann nachher reinpacken kann, wie die Keywords oder Description. So, jetzt haben wir unser Schiff gerade am Definieren, Group Content. Was definiert noch so ein Schiff? Ist das ein Schiffsbauer, ein Schiffsvermieter oder ein Schiffsbauer? Schiffsbauer, okay. Dann hab. Eine Werft! Also, das wäre ein Schiffsbauer. Ja. Ja, macht Sinn. Keine Ahnung. Bisher hatte ich noch keinen Kunden, der Schiffsbauer ist, aber ist okay. Type ist jetzt vielleicht doof. Ship Type. Keine Ahnung, ob das jetzt semantisch richtig ist. Type, wir können ein Select-Feld draus machen. Ja, Values muss man dafür definieren. Wir definieren einfach mal die Values. Weißt du auch, welche Schiffstypen es gibt? Keine Ahnung. Kleines Boot. Ja, Boot, Karamara, Ausboot. Ja. Ausgeschüttet, ja. Genau, Karamara. Gut, Hänger. Auf Flugzeugträger. Ja. Schirmung. Aua. Ich kann direkt definieren, was da an dem Feld dran stehen soll, damit er auch weiß, was er angeben soll. Also wenn ich hier jetzt reinschreibe, Label, dann steht das da daneben. Ich kann auch Sachen machen wie so
So, kann auch ein Prä- und Suffix geben, dass da irgendwelche HTML-Elemente im Formular davor oder dahinter gesetzt werden. Das ist dann sinnvoll, wenn man sehr viele Eingabeformulare hat, wie jetzt zum Beispiel für Sexarbeiter oder so, wo man sehr viele Eigenschaften für einen Datentyp angibt und die Felder voneinander trennen will. Man kann aber auch allerdings einfach mehrere Tab-Gruppen herstellen. Wir haben einen Schiffstyp, dann haben wir eine Size, eine Breite, Type, Float, Label, in Meilen, nein. So, und dann haben wir noch ein Slug. Dieser Slug ist, wie gesagt, das URL-Kürzel. Das benutzt den Titel. Das setzen wir auch mal nach oben. Ja, man ist die Idee ja für Kategorien oder zu suchen. Und diesem gesagt, schießt Meter. Oder ist es einfach bloß, damit Informationen. Du hast ja nachher die ganzen Daten in deiner Datenbank. Du hast die ganzen Daten vorne in Feldern, die du eingeben kannst. Der generiert alles daraus. Wenn ich das speichere und gehe auf mein CMS, dann sagt das, die Datenbank ist nicht aktuell. Und dann drücke ich da drauf und dann erkennt er das alles, schreibt die Felder neu in die Datenbank und generiert da die Eingabefelder dafür ins Formular im Backend. Das heißt, er kann das nachher eingeben. Und dann stehen die ganzen Daten für jedes Schiff da entweder drin oder er hat es nicht eingegeben. Ich kann auch sagen hier required true. Dann muss es für jedes Schiff existieren und vorne im Frontend sage ich dann, gib mir das aus. So. Dann haben wir eine Breite. Was brauchen wir noch? Und dann geben wir dem Ding noch eine, ganz wichtig bei Zerstören, so. So. So, flauschiger Zerstörer. Wir sind Krieger in schwarz-rosa Gold. So, jetzt haben wir zwei Feldtypen definiert. Ich gehe jetzt aus meiner erstellenden neue Seite raus. Er sagt mir auch gleich, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil ich ja schon Sachen eingetragen habe. Und schon zeigt er mir an, dass ich die Datenbank aktualisieren will. Oder ob ich die Datenbank aktualisieren will. Wir machen das mal. Und schon fehlen meine Showcases. Datenbank aktualisieren. Frump. Alles da. So, ich kann jetzt ein Schiff erstellen. Cool. Wir machen ein Schiff namens bla. Slash Schiff slash bla. Das ist ein Zerstörer in Camouflage Pink. Der ist 30 Meter lang. Der ist 14 Meter breit. Und der hat einen Punkt, Punkt, Punkt von was? Eine Tiefe von 1 Meter, weil so ein schöner Zerstörer ist. Wir speichern dieses Schiff. So, wir haben ein Schiff gespeichert. Was machen wir nun? Wir erstellen ein Gesicht dieser Webseite.
Wir machen das jetzt in total hässlich, einfach nur, weil es schneller geht. Und sagen, übrigens, das ist hier vorne Twig. Wer das nicht kennt, das ist im PHP-Umfeld, kam mit Symfony neu rein. Das ist eine Template-Sprache in einer Template-Sprache in einer Template-Sprache, weil PHP auch selber eine Template-Sprache ist. Ist das die Template-Sprache, die die Symfony-Leute für sinnvoll erachtet haben, wo man dann mit sowas hier Sachen definiert. So zum Beispiel, ich möchte ausgeben ein Ship.depth. Da steht dann ein Meter, weil unser Zerstörer nur ein Meter ist. Ich weiß nicht, was der dann zerstört, aber okay. Wie greife ich auf die Daten zu, die ich eingegeben habe? Das ist für mich ein Record. Ich kann aber auch dieses Template, dieses eine von vielen, dafür verwenden, über diese Templates zu iterieren, zum Beispiel auch mit Suchfunktionen. Das sind das Records. So, ganz einfach. Ich gehe über meine Records drüber. For record in records, sagt dann hier, iterieren wir darüber und gibt dann hier in einer Liste in jedem Listenelement aus den Titel des Schiffs. So, würde über eine Tabelle mehr Sinn machen, aber pfeift drauf. Jetzt haben wir da auf unserer Startseite, was eigentlich eine Seite sein sollte. Oh, scheiß XFCE. Wollen wir unser Schiff über unsere Schiffe iterieren? Ja, wie machen wir das jetzt? Wie funktioniert das in Symfony? Genauso wie in Bolt. Wir müssen unsere Routen anpassen und sagen, dass auf der Homepage die Content Types dazu hergenommen werden. Content Types wiederum die Einträge, die ich dort mache, über den Slug habe ich slugifiziert. Das heißt, der Schiffstyp und ein diverses Feld oder mehrere Felder, die ich so definiere, werden damit reingenommen. Ich habe jetzt gesagt, es benutzt den Titel. Ich kann aber auch noch sagen, es soll die Breite des Schiffes dazu nehmen. Er nimmt die normale Symfony Library dazu, die URLs zu binden. Das heißt, meistens wird es einfach durch Trennzeichen getrennt oder durch Minus, durch Unterstriche. Ich kann das auch editieren, wenn ich so tief in den Code rein will, was ich jetzt hier nicht will. So, ich kann hier noch eigene Routen definieren, wo ich dann zum Beispiel sage, dass /Mitarbeiter, wofür keine Route so existiert, auf folgenden Inhaltstyp linken soll. Ich kann das auch gegenlinken, ich kann da Suchfunktionen reinbauen. Ist alles super dokumentiert, wie gesagt, bold.cm. Gehen wir auf die Doku und schauen uns das an für die Routen und sehen, hier gibt es unheimlich viel, was man da lernen kann. Auch Bolt Extensions sind sehr interessant, weil sie schreiben sich leichter wie durch wie für andere CMS-Arten, weil man halt diesen kompletten Symfony-Stack dahinter hat und einfach in auf Klassen zugreifen kann, wo eigentlich so gut wie alle Informationen drin sind, wo ich dann noch zusätzliche Informationen reinpacken kann. Wir haben jetzt unser Twig geschrieben. Das geht auch ordentlich auf die Bretter, wenn wir das hier aufrufen. Weil ich keine Records habe, über die ich iterieren kann. Wenn wir allerdings unser Schiff anschauen, dann haben wir über /Schiff/bla haben wir unser Schiff. Und wenn wir das uns angucken wollen, dann gehen wir auf /Schiff/bla. Auch hierfür wird es nicht funktionieren, weil das er sucht nach einer Page. Warum tut er das? Wir referenzieren hier Records. Diese Records sind zum Iterieren da. Da wir nicht iterieren können, weil wir keine Records haben, sondern nur ein Schiff, sagen wir einfach mal hier Record.title. Zack, es wird wieder nicht funktionieren, weil wir müssen dem Ding sagen,
dem Content-Typ sagen, welches Template er verwenden soll. Taxonomie ist auch ziemlich eine coole Sache. Ich habe hier drei Taxonomie-Typen und da kann ich sagen, ich möchte Tags hinzufügen zu jedem Inhaltstyp. Bei Inhaltstyp Seite wäre das zum Beispiel Inhaltstyp Tags, wo ich meiner Seite Tags geben kann und nachher sowas wie eine Tag Cloud ausgebe. Ich kann Chapters angeben, das wird meistens in Blogs verwendet. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Zur Not, man kann sich hier auch den vorherigen Inhalte, die mit installiert werden, anschauen, wenn man was jetzt gerade nicht weiß, zum Beispiel, welches Template wird hergenommen für meine Inhaltstypen. Kopieren wir uns hier oben rein und sagen, dass index.twig dafür hergenommen wird, ein Schiff anzuzeigen. Wird wieder nicht funktionieren, weil Sicherheitseinstellung, jedes Schiff wird erstmal als Entwurf hinzugefügt, sodass man den Azubi den ganzen Krempel eintragen lassen kann und ein Senior guckt dann nochmal drüber, ob die Daten, die er so eingegeben hat, auch stimmen. Wenn ich das jetzt veröffentliche und speichere, ich habe vorhin schon rausgefunden, also ich habe schon drei Vorträge gehalten, diese Konferenz, dass ich den Demo-Göttern nicht genug geopfert habe. Du musst doch loopen. Kann doch nicht sein, dass du den Code ändern musst, nur weil es nur eine Leitung gibt. Das steht doch, das wird aus der URL rausgezogen. Ja, kannst du nicht was zum VI sagen? Naja, ich kann es auch so machen. Unknown Tag Name. Dann schauen wir mal. Auch wieder was, man kann einfach im Default gucken, in den Templates, die so hergenommen werden. Set Content. Ich kann mir die letzten vier Einträge auch hier einfach holen. Gehe jetzt über mein Listing drauf und sehe, okay, auch hier wird so veranstaltet. Ich bin mega verpeilt. Alter. Aber warum? Ja, wenn ich meine Content-Typen jetzt wieder auf den Default setze, dann ich kann das mal machen. Dann versucht er im Default-Theme auf Sachen zuzugreifen, die ich nicht definiert habe. Zum Beispiel wird hier über, wenn ich ins Default reingehe, wird hier über Entries, was im Default-Theme eigentlich Blog-Einträge wäre, iteriert, was ich im Bold hier nicht mehr definiert habe. Aber wie gesagt, ich habe den Demo-Göttern nicht genug geopfert. Das ist jetzt auch doof. Was auch fällt, ist, dass das Syntax-Einleitung nicht geht. Was ist das Entry? Müsste zweigeschaltet, kann man sagen. Statt kann man passen. Da, 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 da.
Und wir merken uns, nicht so viel Mate trinken vor dem Vortrag. So, hier ist unser Bla. Du hast gewonnen. Zu diesem Bla wollen wir außer dem Titel... das ist der Unterschied, dass du mit den Prozentzeichen Kommandos ausgibst und die geschweiften Klammern, die echoen. Du hast das in PHP genauso. Wer das noch von damals kennt, das sind die sogenannten Short Tags. Und wenn ich das so mache, dann echo ich. Ist aber das Gleiche, als wenn ich das hier machen würde. Wer Ruby macht, der kennt es zum Beispiel, dass ich so Kommandos ausgebe und dass ich so etwas echoen will. So ist es auch in Twig und danke für den Hinweis. Ich muss hier wirklich die doppelten geschweiften Klammern nehmen. Von Twig, die willst du nicht anfassen, weil da geht unheimlich viel auf die Bretter. Klingt interessant, aber es wird wahrscheinlich einfacher funktionieren, wenn du Twig erweiterst und Twig Plugin schreibst, um dort in dem PHP-Code von Twig die Sachen zu ändern. Also es ist so tief in Symfony drin, dass es wahrscheinlich wehtun wird. Aber es ist ein guter Hinweis, das könnte echt mal jemand machen. Wir wollen also unser Schiff anzeigen. Wir sagen, das Ding hat einen Titel. Wir sagen, das Ding hat eine... einen Typen, das Ding hat ein wird so nicht funktionieren, Ship Type, das Ding hat eine Breite das Ding hat eine Länge. Und das Ding hat eine Tiefe. So. Und natürlich darf man nicht vergessen, Camouflage Pink. So, jetzt haben wir ein Schiff administriert, jetzt haben wir für ein Schiff das Template gebaut, jetzt sagen wir vielleicht, wir wollen wirklich über mehrere Schiffe iterieren, dazu bauen wir einfach mal ein zweites Schiff. Schiff erstellen. Fu ist ein Hausboot, 200 Meter lang, weil wir brauchen auch mehrere Serverräume. Das ist 140 Meter breit und vielleicht hat es 40 Meter Tiefgang und ist Farbe Camouflage Mate. So, das aktivieren wir gleich. Wenn uns das mit dem Aktivieren zu blöd ist, können wir das im Content-Typ ändern. Und wenn wir jetzt sagen, Schiff, Fu, da. So, jetzt wollen wir über alle Schiffe iterieren und sagen, wir bauen jetzt uns ein zweites Template. Wir nehmen uns den Inhalt unseres Templates und iterieren drüber. Hier brauche ich dann wirklich die Prozent geschweifte Klammer. Sag for record in records.
So. Und weil Record ein geschützter Typ ist, editieren wir das einfach mal und sagen for ship in Record. Und sagen, dass wir für unseren Inhaltstyp Schiff das Record Template Index Twig nehmen und wir können hier auch noch ein Listing Template verwenden und das nennen wir, wie wir es genannt haben, indexListing.twig. So. Es werden jetzt hier im Routing ein paar Assumptions gemacht. Zum Beispiel, dass wenn ich meinen Content-Typ so angegeben habe, dass die Mehrzahl Schiffe ist. Das geht meistens auf die Bretter, wenn man was mit Umlauten macht. Aber wir deutsche Webentwickler, wir sind uns sowas mittlerweile gewöhnt. Und meistens geben uns die Tools noch Möglichkeiten, sowas von Hand zu definieren. Das ist normalerweise. Bitte? Okay. Ich kann mir es jetzt natürlich auch einfach machen und den Content Type umbenennen. Das Schöne ist, dass es in der Datenbank selber nur eine Einstellung. Übrigens, Datenbank schauen wir uns an. Also ihr kennt ja das mit anderen CMS-Systemen wie zum Beispiel Typo3, dass wenn ich da eine Seite definiere, da ist ein Plugin drauf und in diesem Plugin werden wiederum Inhalte referenziert. Diese Inhalte ist zum Beispiel eine Galerie. Eine Galerie hat für jedes Bild ein Vorschaubild und so weiter und so weiter. Das könnte dann zum Beispiel könnte durch einen hohen das könnte durch eine abstrakte Normalform ziemlich eskalieren, aber wenn ich mir jetzt hier die Datenbank angucke, dann sehe ich, es gibt die alten Content Types, die sind noch drin, das heißt, wenn ich im der Content Types Definition, wo wir unser Schiff definiert haben, die Pages und die Entries rausschmeiße, dann sind sie nicht automatisch in der Datenbank gekillt. Das ist manchmal ganz sinnvoll, wenn man gerade irgendwie wie ich besoffen codet manchmal. Die Normalform ist hier eigentlich ziemlich cool. Wie bei manchen anderen CMSen habe ich automatisch noch andere Sachen drin, zum Beispiel wann es erstellt wurde. Und wo es dann lustig wird, ist zum Beispiel mit der Taxonomie. Wie gesagt, ich habe hier ein paar verschiedene Typen. Schauen wir uns mal das an, was hier Standard mitgeliefert wird. Ich kann hier für kann hier Tags oder Kategorien vergeben. Wie gesagt, die Kategorien sind wirklich dann als Kategorien zu sehen. Also ihr kennt das von Blogs. Zum Beispiel, wenn man über Technik bloggt und über sein persönliches Leben, dann kann man das so in Kategorien schmeißen und nachher auch in der URL verwenden. Und dafür für dieses Routing in Bold selber ist das ziemlich praktisch. Auch hierfür gibt es Standardrouten vordefiniert. Wie gesagt, in Typ Kategorien kann ich vordefinieren. Im Typ Chapter habe ich wenige auszuwählen und kann auch danach sortieren oder halt frei Schnauze reinschreiben, was ich gerade möchte. Zum Beispiel für eine Tag Cloud kann ich einfach Tags reinballern. Wenn ich das dann nachher
online haben möchte, dann bleibt es mir überlassen, wie ich das machen möchte. Ich kann zum Beispiel das komplette Repo einfach so auf dem Server in irgendein Verzeichnis reinhauen und davon klonen. Uns wird hier ziemlich freie Wahl gelassen. Wenn wir uns dafür entscheiden, das online zu bringen, können wir uns mal die Config anschauen. Sowas möchte ich bitte bei euch nicht sehen. Benutzt bitte HTTPS. Wir machen die Server-Tokens aus. Und was hier dann folgt, ist eigentlich normal. Also bei allen anderen auch so. Du schmeißt einfach alles erstmal gegen die Index.php, dass deine PHP-App erstmal gucken kann, ob dafür eine Route existiert. Ansonsten versuchst du die Files zu suchen und auch der Thumbnailer, der hier verwendet wird, hat eine eigene Route in meinem Webserver, weil ich nachher sowas sagen kann. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel ein Bild des Schiffs hochlade, kann ich hier nachher sagen, die Funktion von Twig verwenden und kann sagen zum Beispiel record.image Thumbnail mit einer Größe von 100 Pixel Breite und 50 Höhe. Ich kann auch hier verschiedene Modi verwenden, zum Beispiel, wenn er es einfach rausschneiden soll, wenn er das Bild runterskalieren soll oder wie diese Thumbnails erstellt werden. Wer das sowas wissen möchte, der ist auch wieder auf die Seite verwiesen. Wenn ich hier zum Beispiel draufgehe auf Standardkrempel, ich kann andere Templates inkludieren. Punkt Landscape und Punkt Portrait ist auch immer noch ganz nützlich und Pop-ups funktionieren. Wie gesagt, einfach anschauen. Ich kann auch einfach sagen, weil da stehen jetzt mehrere Informationen drin. Wenn ich jetzt ein Bild definiere und gebe dem Ding einen Alttext, dann habe ich ja mehrere Informationen. Wie breit ist das Bild? Wie hoch ist das Bild? Wie ist der Dateipfad? Wie ist der Dateipfad für das Thumbnail? Was ist der Alttext und so weiter? Das steht da alles drin, deswegen liefert mir Bold diese Bold-Template-Tags mit, wo ich hier sagen kann, ich will diesen ganzen Krempel hier in diesem Tag, was ich gerade hier in meinem A mache, Imp mache, sage ich Source so und sage dann einfach, benutze die Funktion Image. Das wird in Twig so gehandhabt, dass man das mit diesem Querstrich macht und direkt in Funktionen reinpipet. Wahrscheinlich an Bash angelegt, ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also TLDR-Twig ist auch nicht hübscher als das, was ihr vielleicht verwendet, wenn ihr was anderes verwendet. Oder sagen wir, auch nicht mehr lesbar. Ich kann mir auf meiner Seite, zum Beispiel auf meiner Home-Seite, URL-gesteuert diese URLs verwenden, die ich auch auf der Live-Seite verwende, die gleichen Routen im CMS und kann zum Beispiel sagen, gebt mir für meinen Content-Typ Events, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die letzten 5 Schiffe, die ich eingetragen habe zur Auswahl und kann dann auch im Template sagen, gib mir die letzten 5 Schiffe und iteriere drüber und zeig das zum Beispiel an der Seite klein an, so das wurde bei uns hinzugefügt, also auch das, was ihr in jedem Blog seht. Das funktioniert mit allen Inhaltstypen, wie man sieht. Bold ist da intelligent genug. Ich kann auch direkt ziemlich kranke Queries fahren, wenn ich möchte. Fetching Content. Ich kann auch einzelne Felder dieser Inhaltstypen abfragen. Zum Beispiel, gib mir alle Schiffe, die einen Seegang von über 10 Meter haben. Also gib mir alle verfickt großen Schiffe. Andere Krempel wie zum Beispiel Suchfunktion, auch ziemlich intelligent gelöst. Man muss eigentlich so gut wie nichts mehr coden. Man schreibt sich eine Ergebnisseite für Suchergebnisse, definiert die im Template pro Inhaltstyp, dass man zum Beispiel
Multisearch. Ihr kennt es zum Beispiel bei Amazon. Man sucht nach einem Hersteller, der ziemlich viel herstellt und kriegt dann auch ziemlich viel angezeigt. Das heißt, wenn ich nach Samsung suche, kann es nicht nur sein, dass ich Laptops angezeigt habe, sondern zum Beispiel auch Fernseher. Das kann man hier drüber lösen, wenn man möchte. Ansonsten ist es nach wie vor für ein CMS der Wahl. Wenn ich jetzt zum Beispiel das durchspinne und ich gehe wie hieß er? Wenn ich das jetzt zum Beispiel für eine Weinstube mache, dann habe ich so eine Content-Types-YAML. Das ist zum Beispiel hier für eine stinknormale Seite ein Typ. Da habe ich einen verlinkten Standort für eine Seite, wenn ich möchte. Ich kann Markdown eingeben, wenn ich möchte. Ich habe Öffnungszeiten für meine Weinstube. Die fängt an und hört auf und hat einen Titel wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei uns in Schwaben gibt es Besenwirtschaften. Das ist, wenn ein Weinbauer sein Zuhause öffnet für die Menschheit und ein Restaurant draus macht, aber halt nur ein paar Mal im Jahr. Zum Beispiel, ja, früher hat das der Weinbauer zum Beispiel gemacht in seinem Wohnzimmer. Halt ein verdammt großes Wohnzimmer und da wurden dann Tische aufgestellt und das war dann ein Restaurant für 2 Wochen. Ja, ich habe hier noch zusätzliche Textfelder und ich habe halt eine Product Line. Ich habe Produkte, die haben vielleicht eine ID, die haben ein Vorschaubild und News-Einträge. Auch hier wieder Titel, Bild, eine Liste von Bildern für eine Galerie. Ja, das war's dann auch. Also, wie gesagt, warum wir das genommen haben, ist einfach, weil diese Übersicht so einfach ist. Wenn jemand ein Bild im Backend hochlädt, dann landet das alles in dem Verzeichnis Files. In diesem Verzeichnis Files werden für den Zeitpunkt des Hochladens automatisch Unterordner erstellt, sowie, was haben wir gerade, welchen Monat? Juni. Wird hier so ein Ordner erstellt und da einfach alles reingeballert. Das ist nützlich, wenn eine Webseite eine Weile lang läuft. Ansonsten haben wir vielleicht noch die... Was haben wir noch? In der Dateiverwaltung dann nachher diese ganzen hochgeladenen Dateien, die wir editieren können. Er sieht es nachher in der Ordnerübersicht und haben hier die Thumbnails daneben. Wenn ich das jetzt genauer sehen will, klicke ich drauf. Es öffnet sich eine stinknormale Galerie, auch im Backend, und er sieht, was er jetzt löschen möchte und ob er dieses eine Bild wirklich selber löschen möchte. Übersetzung kann man auch, ja? Nee, so weit sind wir noch nicht. Aber ich nehme das so mit. Ansonsten, falls man was wissen will, die Entwickler sind mittlerweile auch über die ganze Welt verstreut. Das heißt, wenn ihr gerade was wissen möchtet, der, auf Freenode unter Raute Bold CM ist eigentlich rund um die Uhr jemand da. Wenn ich selber hier für meinen Content-Type, was wir ja jetzt aufgrund der Zeitknappheit nicht gemacht haben, hier alles in Deutsch schreibe, kann ich in dem Backend selber nachher die Übersetzung machen für meine Datentypen. Da ist jetzt der ganze Default-Krempel drin. Zum Beispiel, wenn ich die deutsche Sprache ausgewählt habe, dann wird davon ausgegangen, dass meistens Seiten editiert werden. Also ist da so Standardkrempel drin wie /Seite. Also dass Entries zum Beispiel Einträge sind. Dieser ganze Standardkrempel ist da drin. Und
wenn ich jetzt reingehe, und mehr Übersetzungen brauche, Sachen definiere, die hier noch nicht drinstehen, aber in der englischen Sprache bin, dann wird uns der, durchsucht er hier alles und es wird mir der Rest, den ich noch nicht übersetze, hier unten rein generiert. Das heißt, ich kann einfach einer sprachlich versierten Person, die nicht wie ich Schwabe ist, den Laptop hinstellen und sagen, übersetz das mal. Auf Hochdeutsch, weil ich kann das nicht. Auch die Erweiterung gibt es auch mittlerweile so den Standardkrempel, den wir haben können, wollten, sollten, tuten. So Facebook-Zeug. So, ich glaube, ich habe auch mal irgendwann eine geschrieben. Ah, ja, genau. Ich hab da auch mal so eine Erweiterung geschrieben für Newsletter-Empfänger. Das ist einfach nur ein Formular, wo man sich es eintragen kann. Es gab schon ein Newsletter-Tool, eine Newsletter-Erweiterung dafür, aber ich wollte die Datenquelle nach extern schieben, weil das ein Newsletter-Dienst as a Service war. Also wollte ich nur die Daten aggregieren und keine Newsletter selber versenden. Also habe ich das Ding genommen, was schon existiert hat, habe es geforkt und ja. Ansonsten, das ist so eigentlich ziemlich alles. Wie gesagt, der Grund, warum wir das genommen haben, ist, weil unsere Kunden meistens einfach da nicht so ganz versiert sind. Und dieses Eingabeformular wirklich dafür gesorgt hat, dass ein pensionierter Bäcker, der mit 67 meinte, das war es noch nicht, angefangen hat zu maklern, aber mit PCs eigentlich nie was am Hut hatte, dass ich innerhalb von 5 Minuten dem erklärt habe, wie er seine Webseite aktualisiert und gut war. Und ich finde, wenn wir schon so weit sind, und da ist mir das Thema Usability auch echt wichtig, dann sollten da auch andere nachziehen. Weil ich finde, von dem, was der Kunde machen sollte, kann es so aussehen. Ich kann dafür sorgen, dass mein CMS so einfach ist, dass ich mich einlogge und sofort sehe, dass ich meine Schiffe und meine Seiten hier editieren kann. Wenn ich dem Nutzer dann noch bestimmte Rechte entziehe und einen zusätzlichen Nutzer für den Inhaber der Firma, dessen Seite, um die es gerade geht, erstelle, dann kriegt er auch diesen ganzen Konfigurationskrempel hier nicht angezeigt. So kann Web funktionieren. Und wenn so unser Web nicht funktioniert, dann haben wir was falsch gemacht. Wir Coder. Und ich finde, das ist auch wichtig und das soll man mal so sagen, weil ich hätte gern sowas überall. Ich hätte gern ein bisschen mehr Auswahl als das da. Vor allem hätte ich das gern auch in Ruby, weil PHP auch mittlerweile, ich weiß nicht, seit dem letzten Shitstorm mit den, der schon dauerhaft existiert, mit den Static Type Hints, hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf. Und ich will mich auch nicht immer rechtfertigen müssen. Das war eigentlich soweit ziemlich alles und ich bedanke mich. Fragen? Wenn da jetzt nicht der Schiffsbau kommt, sondern der Ameisenzüchter rein, der dann auch gerne irgendwie die Dreckstierung zur Verwaltung und Angreifen irgendwie was braucht, gibt es das halt überhaupt noch? Oder sie machen dann alle auf Facebook gucken und könnte man das mit Bolt? Es gibt eine Erweiterung für Facebook, dass man zum Beispiel die Inhalte seiner Timeline in Thumbnails und einzelnen Einträgen an der Seite darstellen kann. Da nimmst du andere Systeme dafür. Was ich schon gesehen habe in The Wild war, dass man Bolt als Datenschlampe verwendet, um die Daten nachher woanders reinzupacken, einfach weil es in der Datenbank nachher so einfach aussieht. Die Normalform ist so easy, dass du Bolt als Eingabesystem für ein ganz anderes System verwenden kannst. Und dieses ganz andere System, was du vielleicht sogar von Hand selber baust, ein großes Webportal, einfach auf diese Datenbank zugreifst.
Das funktioniert auch. In der Standardeinstellung ist da ein SQLite dahinter. Da kann ich MySQL oder Postgres dahinter setzen oder vielleicht auch ein Oracle, was gar keinen Sinn macht, weil dafür ist das System einfach zu klein. Und das ist auch das Gute, weil wir meistens nicht mehr als das brauchen. Du kannst auf Facebook über Extensions zugreifen, aber wie gesagt, in Scope ist das so nicht wirklich. Es ist eigentlich für Seiten gedacht, genau wie so ein Ameisenzüchterverein. Und wir haben auch viele Vereine, die ich damit realisiert habe. Sonst noch Fragen? Ja? Wenn ich das richtig verstanden, die einzige Anforderung, die das jetzt an den Webserver stellt, ist, dass da WMD drauf ist und ein Datenbankserver. Also nee, du kannst auch live mit SQLite laufen. Achso, danke. Die Frage war, ob das, was die Anforderungen sind an den Webserver, ja, da braucht ihr nur PHP. Das heißt, diese Standard, 1 Euro pro Monat, Anbieter mit 500 MB, die da durch keinen Zugriff auf den Server, sondern einfach nur Webplate mit PHP, da würde das auch laufen. Ich gehe davon aus, dass dieser Block auf jedem Webhoster laufen wird, der auch andere CMS-Systeme zum Laufen bringt. Ihr könnt euch bei anderen vielleicht einen WordPress zusammenklicken, was so eigentlich eine richtig stabile Software ist, aber sobald ihr Plugins macht, macht ihr eure Webseite kaputt. Da, wo WordPress läuft, läuft auch das. Da, wo Typo 3 drauf läuft, läuft auch das. Und das läuft auch auf PHP-Versionen, wo Typo 3, 4 noch drauf läuft. Also, ja? Wie geht das mit komplexen Migrationen? Und was sagen wir zum Beispiel? Ich möchte jetzt, dass man pro Schiff einen eigenen Slug einstellen kann, möchte aber, dass der für die alten Schiffe noch den alten Slug benutzt, also den, der aus dem Titel generiert wurde. Du hast schon alte Einträge, wo der Slug schon gesetzt ist, willst aber den für ein neues Schiff manuell überschreiben. Dann gehst du hier auf dieses kleine Symbol eines Logzeichens, drückst da drauf und drückst OK und dann ist es offen und du kannst es manuell überschreiben. Das könnte man auch alles in der Datenbank machen. Wenn man jetzt die Idee wirklich zu 10.000 Schiffe kriegt, dann kann er 10.000 Mal darauf. Natürlich, kannst du es auch in der Datenbank machen und das funktioniert dann da. Das ist wirklich so dumm gehalten, aber absichtlich. Und das ist das Geile daran. Es gibt monatlich einen Stable Release und Passwortfunktionen, die sind benutzen sichere Libraries. Also die von Max sind verwendet und dem kann man eigentlich vertrauen, dass er weiß, was er tut. Okay, noch was? Okay, dann danke.